Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Legion TD2. Guck mal, da ist ein Gegner, den gibt's gar nicht. Fragezeichen, kein Namen, gar nichts. Bin ich ja mal gespannt. Ja, willkommen zurück zu Legion. Wir spielen heute mal wieder eine Runde als Rogue. Welcome to Nova. Aha, jetzt hat er einen Namen. Verrückt. So, was nehmen wir denn? Ich hätte gerne ihn. Weil ich das Mana raus habe. Dann nehme ich ihn gerne mit. Kanone ist nice. Machen wir so. Das bedeutet, wir fangen einfach mal an. Ja, mit ihm. Ist doch ein guter Plan. Fangen wir mit ihm an. Ich kann auch vor ihn noch mal so eine Kaulquappe hinsetzen, damit ich später aufwerten kann. Und los geht's. Okay, er hat einen Growl geholt. Das heißt, er könnte den eventuell verkaufen, um dann was Besseres zu holen. Lord of the Death zum Beispiel. Hat Chaos genommen und hat verkackt. Okay. Du hast Geschick gekriegt? Schnecke. Wir machen das mal so, weil ich kann die Kaulquappen ja dann auch zum Tank aufwerten. Muss nur gucken, dass ich dann ja genug Gnade übrig habe, weil die Kleinen, die sind scheiße. Er hat die nicht aufgewertet. Das heißt, nächste Runde wird hart für ihn. Er hat ihn nicht ausgetauscht. Oh, ich steche hier so ein Mana-Ross hin. Oder noch einen Walker. Ah, ich schaff's leider nicht. Ich könnte nur eine Schnecke schicken. Ich hätte gerne eine Turtle gehabt, aber ich nehme sie erstmal so hin. Okay, er hat noch Schleim hingesetzt. Ich bin durchgekommen mit meiner einen kleinen Schnecke. Ja, macht sie fertig. Bogenschützen. Er hat vier Bogenschützen und einen Pirat. Warum schickst du jetzt? Warum schickst du jetzt? Zwei Schnecken. So, das macht gar keinen Sinn. Oh,
Hat er Magieschaden? Nö, er hat einen Atom. Und die Harpien. Nochmal ein Mana-Ross hin. Dann schicke ich auf 7. Das ist okay. Ich verstehe nicht, warum du letzte Runde geschickt hast. Die Runde wäre es gut gewesen. So, der Groll ist schnell weg. Der Schleim ist schnell weg. Die Atome weg. So, die Turtle, die hab hier noch weg und dann bin ich durch. Sehr gut. So, jetzt holen wir ihn. Ich glaube, ich mache die Kaulquappen dann zu den Tanks. Einfach. Dann habe ich noch eine leichte Verteidigung. Setze ich mal noch eine hin. Wobei. Können wir auf die andere Seite machen. Die sollten wir eigentlich platt kriegen. Okay, ja, das ist eine Schleimfrau gebaut. Ja, schick mal den Hermit rein. Den Malwurf. Malwurf mit rein. Und dann auf der 9. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich komme gut durch, ich brauche noch einen Worker. Den kann ich mir leisten. Oh, verbessern wir noch mal einen. Also die Verteidigung ist sehr, sehr verschieden, das ist gut. Ich habe eigentlich gegen alles was. Schickt aber auch jede Runde Müll. Der verkackt auch ohne, dass ich was geschickt habe. Oder? Ja, ist der Verbesserte. Das ist die Verbesserte Harpie hier. Ah, gerade so, gerade so. Okay, nicht genug Piepen für ihn.
Ja, wir können ja so ein bisschen splitten. Das auf jeden Fall. Turtle noch mit rein. Okay, ich muss rechts mehr Tanks hinbauen, weil wenn der sich wiederbelebt, dann kommt hier einer durch. Okay, ich bin durch. Mimik abgekriegt und verkackt. Aber alles halb so wild. Alles abgewehrt. Jawohl. Angriff. Wir verbessern die. Ja, brauche ich 80. Komm weg damit und hole ich einfach noch einen Worker. Was soll's? Das haben wir. Sieht drüben aus. Auch abgewehrt. Ich glaube, wir nehmen ihn hier. Ja. Los, ihr Schweinchen, macht die alle. Ja, locker. Hat jetzt keinen Magieschaden, der Gute. Na, wobei er hat jetzt hier so einen Vogel. Bisschen was. Reicht aber nicht. Ich schicke auf die 14, das macht am meisten Sinn. Aufprallschaden ist zwar da, aber die kacken durch Magie ab. Das wird nicht. Außer er hier. Ja, 500. Ja, ich hab's gesehen. Ist aber erstmal alles nicht so schlimm.
Alles entspannt. Consider it done. Oh, da muss er halt drauf achten, wenn er die ganze Zeit nichts geschickt kriegt. Aber er hat nur eine Runde nichts geschickt gekriegt. Verrückt. Du musst ja ganz schön viele Worker haben. Hallo, was schickst du jetzt, eine scheiß Schnecke? So, das Ding verbessert. Wie viel haben wir dann? 160. Ich könnte noch ihn dazu packen. Weil es diesen Doppler, dass ich so verdoppeln kann, den Typen. Lord of the Death. Ausgelöscht. Mega viele von den Archern aufgewertet. Das gibt gut auf die Fresse. Ja, ich glaube, ich nehme lieber, mach lieber das Ross noch ein bisschen besser und verbessere hier lieber auf der Seite ein. Ah, es ging noch raus, sehr gut. Ja klar, der hat eine Runde gespart. Also ich fast des Todes als magischen Schaden, aber das reicht leider nicht aus. Ganz schön gesessen. Die haben geblockt. So, wir machen das so. Jetzt verbessere ich die mal so ein bisschen, damit ich immer noch ein bisschen Verteidigung habe. Und stelle hier in die Backline, könnte ich noch ein paar hinstellen. Weil in der Front sind schon genug da. Zwei Reihen.
Ich bin aber ganz schön auf die Fresse. Ich habe nicht mal was geschickt. Verkackt auch so. Da hat er mir Rocco geholt. Hat er auf jeden Fall mehr Rocco geholt. Oh shit, das wird ein dicker Send. Nächste Runde. Kann ich auch schon mal überlegen. Aufprallschaden ist gut, da knall ich die alle weg. Ich könnte ein bisschen Magie mit reinpacken. Auf jeden Fall die Aura, logischerweise, so für die. Gucken wir mal. Also das, das, das. Ich könnte Hexen mit reinpacken. Das ist nicht schlecht. Das nehme ich mit. Rambock nehme ich mit. Jetzt geht's richtig los. So, noch mal ein bisschen Tanks aufbauen. Den auch mal verbessern hier. Mache ich noch einen Rambock und eine Hexe. Rambock. Und Turtle schicke ich noch ein. Ja, dann gucken wir mal. Sind aber ganz schnell weg. So, mein einer Rambock ist weg. Also sind wirklich ganz schnell down. Ja, das hat gesessen. Oh, das war's. Tja, haben wir gut gesammelt. Da haben wir gut gesammelt. Ja, hatte 57 Worker. 57. Holy shit. Ja, das war's mit der weiteren Runde Legion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Ich wünsche dir einen spannenden Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.